Titelgebend für die Ausstellung hier in der Villa Hügel war ein Katalog von 1996, der zu einer Ausstellung gehört, die in Esslingen stattfand. Vergessene Einrichtungsprobleme in der Villa Hügel, in Klammern Villa Merkel. Der Ausstellungsort in Esslingen war die Villa Merkel, aber das, was vorne auf dem Cover ist, ist eben die Villa Hügel in Essen. An diesem Tisch zeigen wir das früheste Künstlerbuch von Martin Kippenberger, Vom Eindruck zum Ausdruck, ein Vierteljahrhundert Kippenberger. Es ist ein leerer Band mit weißen Seiten. Das, was in diese weißen Seiten hineingehört, das haben wir auf dem Tisch ausgebreitet. Das sind lauter kleine Schwarz-Weiß-Aufkleber. Das, was Sie zeigen, ist etwas ganz Besonderes. Das sind nämlich Szenen aus dem Leben Martin Kippenbergers, aus seinem Künstlerleben, aber eben auch aus seinem privaten Leben. Das ging ja bei ihm Hand in Hand. Auf diesem Tisch liegen Bücher aus, die 1994 erschienen sind im Rahmen der ersten Präsentation von The Happy End of Franz Kafkas America in Rotterdam. Martin Kippenberger hat befreundete Künstlerinnen, Autoren, Autorinnen angesprochen, ob sie sich mit einem Buchprojekt beteiligen wollen. Es waren auch Musiker dabei. Und das Ergebnis ist hier auf diesem Tisch ausgebreitet. Das sind ganz unterschiedliche Publikationen, deswegen lohnt es sich tatsächlich, darin zu blättern. Martin Kippenberger hat selbst auch einen Katalog produziert, aus Anlass dieser Ausstellung. Im Unterschied zu den anderen Katalogen besteht Kippenbergers Beitrag nur aus Bildern. Das sind also Abbildungen von Sitzgruppen, Sitzgelegenheiten, Ausschnitte aus Möbelprospekten. Also es ist eine Materialsammlung, die er verwenden wollte für die Konzeption seiner großen Installation. Eine Besonderheit besteht darin, dass sich in diesem Katalog auch ein Foto von Bertolt Beitz findet. Das ist der verstorbene Vorstandsvorsitzende des Kuratoriums der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung. Man sieht ihn hier an seinem Schreibtisch sitzend, an seinem Arbeitsplatz. Und genau dieser Tisch ist es auch, den wir hier verwenden konnten, um diese Bücher auszubreiten. Eine beliebte Arbeitsweise von Martin Kippenberger bestand darin, dass er das bestehende Layout von anderen Publikationen aufgegriffen hat und es dann für seine Zwecke genutzt hat. Also es gibt Bücher, die sehen so aus wie ein Reklambändchen. Es gibt Bücher, die sehen aus wie ein Baedeker Reiseführer. In Wirklichkeit sind es aber Publikationen von Martin Kippenberger, waschechte Künstlerbücher von ihm. Das erschließt sich dann aber erst beim zweiten Hinschauen oder beim Durchblättern. Ein schönes Beispiel dafür, wie Martin Kippenberger andere Publikationen als Vorlage für seine eigenen Künstlerbücher verwendet hat, sieht man hier zu meiner Linken im Regal. Hier oben die Vorlage, ein kleiner Ausstellungskatalog der Galerie Peter Parkisch, 1985 in Wien erschienen, von einer Ausstellung, an der Martin Kippenberger gar nicht beteiligt war. Er hat sich diesen Katalog besorgt oder geschenkt bekommen und hat dann ein Jahr später Martin Kippenberger Zeichnungen über eine Ausstellung nach Vorlage dieses Wiener Katalogs produziert. Es ist inhaltlich genau das Gleiche, es ist derselbe Text drin, es sind dieselben Abbildungen drin, aber die große Besonderheit besteht darin, dass im Falle des Wiener Katalogs dort Fotografien von Exponaten zu sehen sind. Und diese Fotografien hat Martin Kippenberger in eigene Zeichnungen umgewandelt. Ich stehe hier im Gartensaal der Villa Hügel. Das ist ein ganz besonderer Raum mit Tapisserien an allen Wänden. Er ist im Augenblick aber auch deswegen ganz besonders ausgezeichnet in unserer Ausstellung, weil wir zwei Exponate von Martin Kippenberger hier präsentieren, die man nur ganz selten zu sehen bekommt. Direkt hinter mir steht die Berliner Mauer. Das ist eigentlich ein Bücherregal, das Martin Kippenberger für eine Mini-Ausstellung in einem Schaufenster der Buchhandlung Walter König in Köln gebaut hat. Man kann den oberen Teil der Mauer um 90 Grad verdrehen, das ist von innen beleuchtet. Man kann sich dann einen Stuhl dazu nehmen und sich unter diese Berliner Mauer setzen und eben in den Büchern schmökern, die dort in dem Regal präsentiert werden. Das ist, seitdem es in der Buchhandlung für einige Tage ausgestellt war, 1991 überhaupt nicht mehr zu sehen gewesen. Also ein schönes Highlight hier in unserer Ausstellung. Das zweite Werk in diesem Raum trägt den Titel Westfalenorgie mit Vorgeschichte für König von Kippenberger. Mit König ist der Buchhändler Walter König gemeint. Es ist Martin Kippenbergers Antwort auf die Frage, wie kann man Bücher in einer Ausstellung präsentieren, ohne dass der Besucher, die Besucherin darin blättern dürfen. Er hat sich eine ingeniöse Lösung einfallen lassen. Es handelt sich um eine ziemlich raumgreifende Installation mit zwei Diaprojektoren, die oben auf einem Gestell stehen. Diese beiden Projektoren projizieren
Dias, 160 Dias, auf ein aufgeschlagenes Buch, aber alle Seiten sind leer, denn der gesamte Inhalt dieses Buches wird eben von den Dias eingespielt, die sich oberhalb dieses Buches befinden.